I have never doped. I can say it again, but I've said it for 7 years. It doesn't help. But the fact of the matter is I haven't. And if you consider my situation, a guy who comes back from arguably a death sentence, why would I then enter into a sport and dope myself up and risk my life again? That's crazy. I would never do that. Was? Doping? Nein, nie. Jahrelang hat Lance Armstrong entrüstet, vehement und konsequent abgestritten, bei seinen Leistungen als Radprofi mit verbotenen Substanzen nachgeholfen zu haben. Jetzt, nachdem die Beweislage gegen ihn erdrückend ist und ihm alle wichtigen Sporttrophäen aberkannt worden, jetzt kommt das Geständnis. Bluttransfusionen, EPO, Testosteron, das ganze Programm, eine Beichte zu bester Sendezeit in der Talkshow von Oprah Winfrey, mit der Prise Reumuts, aber auch knallharten Kalkül und mit keinem Wort zu viel. Haben Sie je illegale Substanzen konsumiert? Yes. Ja oder nein? War EPO eine davon? EPO. Yes. Haben Sie je mit Eigenblut gedopt? Yes. Früher hatte er das Doping immer vehement bestritten, wie beispielsweise beim Talkmaster Larry King. I've said it for 7 years. I've said it for longer than 7 years. I have never doped. Armstrong hat 7-mal die Tour de France gewonnen. Das wäre ohne Doping nicht möglich gewesen, sagt er. Die Mehrheit der Fahrer habe leistungssteigernde Substanzen konsumiert. Für Armstrong gehörte das Doping zu den üblichen Vorbereitungen, wie Reifenpumpen und Wasserflaschen füllen. Er sei eben ein Kontrollfreak gewesen, rechtfertigt sich Armstrong. Im Interview bleibt er aber einsilbig, gibt nur preis, was seit dem Bericht der US-Dopingbehörde schon vermutet worden war. Ja, Armstrong hatte also gestanden, dass er all die Jahre gedopt hatte. Aber hat man wirklich heute das erfahren über Armstrong, den Doper? Über seine Motive, die Mittel, die Methoden, die Hintermänner, mögliche Vertuscher, verantwortliche Funktionäre? Ganz einfach etwas erfahren über das System Armstrong? Nein, gar nichts. Armstrong habe nur das gesagt, was er habe sagen müssen, werden in der Fachwelt reihum kritisiert. Der oberste Dopingbekämpfer der Schweiz hier bei der Inspektion von Dopingtests schließt sich dieser Kritik an. Er hat sehr stark angefangen. Er hat alle 7 Fragen zu Doping, ob er alle Tour de France-Siege so mit Doping gewonnen hat, bejaht. Also von dort her gesehen eigentlich ein Überraschungs-, ein Paukenschlag. Und dann ist es abgeflacht. Er hat dann nichts mehr Neues gebracht. Er hat auch nichts eingegangen auf das Umfeld, wer ihm da geholfen hat. Und von dort her gesehen, alles in allem gesehen, eigentlich ein schwaches, ein unglaubwürdiges Interview. Denn es sei klar, dass Armstrong bei seinen Dopingmethoden Hilfe gebraucht habe. Das kann niemand alleine machen und deshalb muss ärztliche Betreuung dahinter sein, es muss mehr Wissen dahinter gewesen sein. Dann, wir haben ja gesehen, dass es sehr viele Zeugenaussagen gegeben hat und da muss auch der internationale Verband davon gewusst haben. Und da wurde gar nicht drauf eingegangen und um ihn glaubwürdig zu machen, um ihn wieder einen Weg zurück in den Sport zu ermöglichen, müsste er das aufdecken. Dopingkontrollen und unabhängige Behörden seien wichtig, betont Kamba. Wenn man einen sauberen Sport will, muss man auch entsprechende unabhängige Agenturen haben mit entsprechenden Mitteln dazu. Trotz allem, der Auftritt Armstrongs habe gezeigt, dass es auch die ganz Großen erwischen könne.